Schauen und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Wir sind noch lange nicht fertig mit unseren Summons, beziehungsweise ich bin fertig mit meinen Summons. Ja, lief ja ganz gut für mich, finde ich. Aber der gute Vegeto, beziehungsweise The Exiled Bot auf Twitter, hat mir seinen Account zur Verfügung gestellt und meinte, du kannst ja mal für mich pullen und kriegst hoffentlich was Gutes, wenn nicht, deabonniert er mich, ja. Also versuche ich mein Glück einfach mal bei ihm. Er hat sehr viele Stones angespart, die ich euch nicht zeige wegen dem Banner. Er wollte, dass das zensiert bleibt. Also war er war nicht unschlüssig, aber er meinte, dann mach einfach drüber. Vorher kann ich mir ja kurz mal seine Charaktere angucken, wenn ich schon hier bin. Ja, okay, das kann auf jeden Fall ein sehr solides Team werden. Wir gehen einfach mal kurz nach Kost. So. Er hat... Okay, ein Super Saiyan 3 Goku, ist nicht schlecht. Turtz, ja. Ah, guck mal, er kann hier ein sehr gutes Mona GL Team machen, fast schon. Piccolo vom World Tournament. Gotenks ist auch nicht sehr schlecht. Also, oh, Freezer. Er hat hier recht gute Charaktere. Ihr merkt also, das ist kein fresher Reroll-Account irgendwie. Er hat hier schon ein bisschen dran gearbeitet. Er meint jedenfalls, ich soll von jedem Summon hier einfach drei machen. Und ja, dann dem Free Multi einfach so viele Stones, wie es reicht. Das war seine Aussage. Ich guck mal nochmal schnell nach. Ich möchte hier natürlich nichts falsch machen. Dreimal bei Rose, dreimal bei Vegeto, plus die Free Summons, plus ein Multi bei Vegeto. Hab ordentlich gespart. Gut, so mache ich das. Wir fangen an, dreimal bei Vegeto. Dreimal bei Vegeto, würde ich sagen. Weil ich hier gerade rechts den Vegeto-Banner eingeblendet habe, sehe ich, und ich das jetzt überblenden müsste. Das wäre kacke. Gut. Drei Multi-Summons bei Vegeto. Puh. Wenn die Charaktere nicht kennt, ich stelle sie ja immer wieder gerne vor, warum auch immer. Gehen wir schnell durch. Blue Vegeto. Gott Leader für die Super-Charaktere. AGL Gott Leader, Vegeto normal. Gotenks Tech Gott Leader. Demi Gott Leader, Goku. Gogeta. Einfach allen ein bisschen Ki dazu. Und der Rest ist recht normal. Heißt, wir haben hier sogar ein paar Gott Leader drin. Wir starten in den 25er Multi-Summon. Uff. Wünscht ihm Glück, wünscht mir Glück, wünscht uns Glück. Ein Schiff. Okay. Kein Instant Saiyan, kein Rainbow, aber ein Super Saiyajin. Ich glaube, eine Baseform wäre mir lieber gewesen, da er so einen Beigeist hätte kriegen können. Zweifacher. Ein dreifacher Start wäre richtig geil gewesen. Aber na gut. Und er geht mit dem Piccolo voran. Damit kannst du die Super Attack leveln von deinem LR Piccolo. Dann ein hässlicher Yamchu. Das Art ist wirklich echt hässlich. Er könnte auch ein Pokémon sein, wenn ich mir so ansehe. Chi-Chi. Oh Gott, Alter. So viele Chi-Chis wurden in diesem Banner gezogen. Fidel. Keine Booty-Fidel, aber eine Fidel. Ja, die Charaktere wiederholen sich sehr oft hier, habe ich das Gefühl. Noch ein Yamchu. Das müsste jetzt unser vierter Charakter sogar sein. Ah, ein Kaioshin. Schade, da kam ganz kurz Hoffnung hoch, warum auch immer. Kaioshin, ewig nicht, also ich habe sie selbst gesammelt, aber ewig allgemein die Karte nicht gesehen, so, davor. Shen, der Körper, den Gott übernommen hatte. Oh Gott, das sieht bis jetzt nicht gut aus, es könnte mit einem Dead-Multi starten. Krillin, er macht's auch nicht besser. Beerus, ich glaube, das war schon unser letzter jetzt, oder? Einen haben wir noch? Ah, es ist der Goten, der Tech. Gut, dann war das jetzt der letzte. Wir haben mit einem Dead-Multi gestartet. Das ist nicht allzu geil. Du hast hier nur Barberfutter bekommen. Aber du hast ja sehr viele Stones gefarmt. Das heißt, ich hoffe, der nächste für dich wird besser. Wir gehen in den 30er Summon. Und ich wünsche dir weiterhin viel Glück. Beziehungsweise wünscht mir auch weiterhin viel Glück, weil ich mache das ja gerade und krieg den Anschluss, wenn das scheiße wird. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 Schiffe. Ich stehe auf 5 Schiffe. Ich hoffe mal, sie bringen dir Luck. 5 Schiffe und Super Saiyajin. Könnte das ein Dreifacher werden? Super Saiyajin 1. Super Saiyajin 2. Und kein Super Saiyajin 3 leider. Fuck. Ich habe mit gerechnet, ganz ehrlich. Ah, okay. Wir starten mit AGL Bardock. Der ist gar nicht scheiße. Den habe ich Super Tech 7 zum Beispiel schon. Den mag ich sogar. Es geht weiter mit Shen schon wieder, mit seinem kleinen Hitler-Wärtchen hier. Der ist so ein Lappencharakter gewesen, aber war halt perfekt stark. Yamchu. Ich kann keine guten Worte für ihn finden. Ah, Magetta hieß der. Okay, ich muss gerade gucken, wie auf den Namen hier rechts. Der ist als Dragon Ball Super. Die Namen sagen mir nicht alle was. Auch nicht so die beste Karte. Ah, ich dachte ganz kurz, das ist eine krasse Karte, weil die Pose so war. Aber nein, das ist Tracksuit Gohan. Wie ironisch. Krasse Karte, haha. Das ist jetzt der fünfte. Beerus. Wheat Beerus. Die Augen sind immer so ein bisschen krass. Aber ist jetzt auch nichts Gutes dabei. Okay, GT Gohan. Er Great T-Lower die Defense immerhin. Ah, ich habe Angst, dass es auch ein Dead Multi wird. Schon wieder, ja? Gut, gut. Ist gar nicht gut eigentlich.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Winnie Pooh, Alter, Botamo. Ich glaube, einen haben wir noch. Oh Gott, Alter. War's das? Alter, Doppel-Dead Multi. Aber du kriegst ja ein paar Tickets. Das macht schon wieder ein bisschen angenehmer, finde ich. So, jetzt gehen wir den 50er sammeln. Da muss jetzt was Gutes dabei sein. Zwei Dead Multis, das kann... Es ist nicht möglich, dass du drei Dead Multis hintereinander kriegst. Ich kann das nicht glauben, einfach. Ich gönn dir diesen Blue Vegito. Ein Super Vegito wäre für dich wahrscheinlich nicht allzu krass, genau wie Kaioken Goku, weil du die beide schon hast. Also Blue Vegito. 1, 2, 3, 4, 5 Schiffe schon wieder. Das muss jetzt was Krasses sein, Alter. Du hast zweimal 5 Schiffe bekommen. Instant Saiyan, kein Rainbow. Kein Rainbow, ja. Gut. Super Saiyan 3, Alter. Ich spüre das jetzt. Zweifacher, komm. Zweifacher, es laggt ganz schön, aber trotzdem. Und, wie jetzt? Kein Dreifacher, wie jetzt? Willst du mich doch verarschen, Alter? Wieso ist das gerade so verfickt langsam? Und ein SSR! Es ist Breitbein-Vegeta. Ein SSR, kein Dokkan Exclusive leider. Allgemein auch nicht so eine krasse Karte. Er ist Nuker, mehr nicht. Er ist Nuker, mehr kann ich da auch nicht drüber sagen. Aber wir starten direkt mit dem SSR, das heißt nicht, dass unser einziger ist. Muten Roshi. Ich glaube, den kann man zum SSR machen. Also zum UR auch noch. Dokkan Awakener, aber der ist trotzdem nicht allzu krass. Ah, der 1000 Baba Point Vegeta. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schon wieder GT Gohan. Für ein Mono AGL Team gegen Broly sehr stark. Da er die Defense halt lowert. Aber trotzdem nichts, was so... Schon wieder Beerus, Alter. What the fuck? Nichts, was so wirklich aus den Socken haut. Nichts, was mich aus den Socken haut. Nichts, was so richtig fickt. Was? Der... Oh Gott, ist dieses Art hässlich, Alter. Was haben die sich bei diesem Art gedacht? Mann, 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 ist das hässlich. Piccolo. Wieder was, was du in LR Piccolo feeden kannst. Chance ist gering, aber 5% sind 5%. Oh Gott. Ist das der letzte gewesen? Weiß es nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Ein SSR noch. Oh, der hässliche Amchu. Oh, noch ein sogar. AGL Trunks. Der ist... Oh, okay, fürs Broly Event, aber sonst nicht. Gott, Alter. Drei Multis, ein SSR. Du bist ja echt nicht lucky, Alter. Beziehungsweise ich bin gerade echt nicht lucky auf deinem Account. Liebe Dokkan-Götter, gebt diesen netten Menschen doch einfach... Komm, der Free Multi muss es jetzt sein. Das war bis jetzt echt nur scheiße. Es wäre einfach Bad Luck des Jahrhunderts, wenn er jetzt kein SSR kriegt. Satan links, okay. Kein Instant Saiyan, kein Rainbow, aber Super Saiyan. Beigeist würde fehlen, das würde wenigstens so eine Garantie sein für ein SSR. Zweifacher, dreifacher, 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 dreifach. Verdammt nochmal, was ist das denn? Und wir starten wieder mit Tracksuit Gohan, der mich ein paar Mal getrickst hat schon. Fidel. Ist das nicht eine Friend Summit Karte? Die sieht, man erkennt schon nicht, wie alt diese Karten sind. Die ist so althässlich gezeichnet. Mann, Mann, Mann. Krillin ist auch eine recht alte Karte. Aber wieso gibt es überhaupt noch Rares in dem Game? Nochmal Krillin, was ist das? Wir können doch nicht so ein Summon starten. Oh Gott, Alter. Ich sehe es schon, das wird das schlechteste Summon-Video 2017. Jajiro, ich sag's doch, das ist so schlecht, Alter. Es tut ja schon weh beim Zusehen. Das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht. Wow. Das ist wirklich echt ekelhaft gerade, Alter. Tut mir voll leid. Ich hab noch nie so viel Bad Luck gesehen. Noch nie. Alter Schwede. Alter, tut das weh beim Zusehen. Alter Schwede. 1, 2, 3, 4, 5 Rares. 5 Rares, 5 SRs. Das ist ja der ekelhafteste Summon überhaupt. Alter, nein. So, warte. Wie viel würde der? 25, dann 30, wären 55, dann wären es 105. 25, 30. 105 Stones müsste ich ihm übrig lassen. Er meint, ich soll noch einen beim Vegeto machen, wenn die Stones reichen. Ich darf mich jetzt nicht verrechnen, nur 25 plus 30 sind ja 55 und dann nochmal plus 50 sind 105. Er hat 217, das müsste also reichen. Heißt, wir machen noch einen Vegeto Summon. Ich gönn's dir einfach, dass du jetzt noch einen verfickten Charakter kriegst. Das war doch echt scheiße bis jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, waren das 6 Schiffe? Oh, Alter. Das muss eine SSR sein langsam. Das hat dich alles so gefickt bis jetzt. Komm. Super Saiyajin. Und verdammt nochmal. Gebt mir jetzt ein Super Saiyajin 3. Zweifacher. Das ist nicht wahr.
Das deprimiert mich gerade voll, das zu sehen. Rare Pan, wir starten mit einem Rare Pan. Ich hasse Pan. Rare Piccolo, es. Piccolo. Rare Klee? Was ist hier los? Stück ist auf weiter und guck nicht hin. Und? Scout Upgrade? SSR! SSR ist der Arbirus. Sehr, sehr nice Karte. Das ist eine wirklich gute Karte. Wenn die Dokkan Rake ist, kriegt er plus 200% bei seiner. Kriegt er random plus 200% mit der sehr hohen Chance. Sehr, sehr gut. Ich habe ihn im Mono STR-Team. Wirklich sehr gut. Yamchu? Haben wir bis jetzt nur Rares gehabt und ein SSR? Alter. Oh, ein SR. Alter! Ah! Prank! Prank, Prank, Prank! Was ein Prank, Alter! Junge! Hat mich das geprankt, Alter! Hm. War das der letzte? Nein, einen haben wir noch. Nochmal Yamchu. Noch ein! Tabel. Doppel-SSR sammeln. Beide in der Mitte, aber. Das ist doch echt. Wow, Alter. Junge, 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 ich. Alter. Aber okay. Das war's mit dem ersten Part auf diesem Account. Im zweiten Part, der wahrscheinlich morgen oder so kommt, werden wir uns das Rose Banner ansehen. Und ich wünsche dir einfach, dass da viel bessere Karten dabei sind, weil das heute war jetzt nicht allzu gut. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu einer Facebook-Gruppe, falls ihr eure Summons teilen möchtet oder falls ihr Hilfe bei Events braucht, um zum Beispiel euren Super Vegeta zu awaken. Lasst ein Like oder ein Abo da, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich bin der Chani. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Noble und ciao!